Eine Melodie auf allen Straßen. MZ. Motorräder aus Zschopau. Und wer verkauft die Ost-Zweiräder gnadenlos billig im Westen? Neckermann. Ganz groß will er damit einsteigen. Er gibt eine eigene Motorradzeitschrift heraus und gründet 1968 sogar ein eigenes Motorrad-Racing-Team, um den Verkauf anzukurbeln. Neckermann hat einen Vertrag gemacht mit MZ, dass MZ die Motorräder zur Verfügung stellt, dass sie bestens gewartet werden und mit Ersatzteilen versorgt werden und dass ein Mechaniker vom Werk dabei ist, der die während der Veranstaltung, vor der Veranstaltung, während der Veranstaltung betreut. Und so gesehen waren wir Werksfahrer. Dieter Braun fährt wie geplant Siege für Neckermann ein. Doch die Kosten für das Racing-Team übersteigen bei weitem die Gewinne. Nach einem Jahr gibt Neckermann diese Werbestrategie auf. Für die MZ-Bauer in der DDR bleibt Dieter Braun ein kleiner Held. Wegen der Erfolge, die er mit und für MZ erringt, aber auch, weil sein Arbeitgeber Neckermann Sehnsüchte weckt und die Fantasie der Sachsen beflügelt. Wenn die Neckermann gehört haben, dann haben die haben ja geglaubt, bei uns im Westen, das ist das Paradies und da fliegen die gebratenen Tauben schon in der Luft. Die muss man nur die Hände aufhalten und dann hat man die schon. Und da haben sie uns ja dann gelegentlich gefragt, stimmt es, dass die Firma Neckermann mit der gesamten Belegschaft einen Betriebsflug macht nach Mallorca? 14 Tage und so, es war alles verglorifiziert.